Einen schönen guten Abend. Ich begrüße Sie zu unserer heutigen Veranstaltung. Als wir im Vorbereitungskreis gesessen haben und über das Thema Identität philosophiert haben, dann haben wir uns gedacht, Mode muss dabei sein. Und dann kam aus einer Ecke von einer Referentin, ich kenne da jemanden, der hält einen fantastischen Vortrag über den Hitlerbart. Da haben wir erstmal geschaut und dann haben wir uns gedacht, ja, was gibt es denn für ein schwierigeres oder symbolhaft aufgeladeneres, vielleicht eindeutigeres Symbol in der Mode als eben dieses Bärtchen. Das kennt jeder auf der Welt und es ist eine Modeerscheinung und passt ja wunderbar in unsere Reihe. Genau wie ich heute feststellen durfte, wie der Referent, den ich Ihnen einmal kurz vorstellen möchte. Dr. Friedrich Tietjen ist zunächst ausgebildeter Krankenpfleger. Wenn also ein Notfall ob der schweren Thematik heute eintritt, wir sind in guten Händen. Er studierte Chemie, Germanistik und Kunstgeschichte in Hamburg und promovierte in Trier. Hier in der Kunstgeschichte, also Bilder einer Wissenschaft, Kunstreproduktion und Kunstgeschichte. Das war vor 10 Jahren. Seitdem forscht und lehrt er unter anderem in Maastricht, Wien, Amsterdam, Leipzig, Krems, Zürich, Leipzig und Wien. Also Leipzig und Wien sind die Schwerpunkte der Forschungstätigkeit und Lehrtätigkeit. Neben der akademischen, also streng akademischen Tätigkeit Herr Dr. Tietjen tätig als Pfleger von AIDS-Erkrankten, als Rezensent, Kurator, freier Journalist, Radioredakteur und Publizist. Ich glaube, das trifft es gegenwärtig am besten bei der Reihe von Herausgeberschaften und Monographien, die gerade fertiggestellt werden. Seine Themen schwerpunktmäßig beschäftigt er sich mit Fotografie. Dazu hat er zahllose Artikel, Herausgeberschaften, Sammelbände, Vorträge weltweit, also Petersburg und demnächst Hongkong sind Orte, an denen er Symposien mit Schwerpunkt Fotografie organisiert. Thematisch ist das Ganze breit gefächert. Da geht es von Fragen über, was ist schlechte Kunst, Ästhetik der Alltagskultur, Mittelalter und Moderne, Recycling oder aber auch den Bahnhof wirklich querbeet. Und das ist etwas, was uns beim Studium Universale gut gefällt. Solche Themen, die man als Querschnitte der Gesellschaft und der Geschichte wählen kann. In diesem Sinne, heute hat er mir gesagt, es gibt bisher noch gar keine Theorie des Bartes in der Kulturwissenschaft. Nun ja, wir werden den Ansatz dazu heute zu hören bekommen. Dabei wünsche ich Ihnen viel Vergnügen. Herr Tietjen. Noch dunkel. Na, ganz. So. Das Publikum, den ich fürchte. Gut, ja, vielen Dank für die Einführung. Während des Wahlkampfes um das Amt des deutschen Reichspräsidenten im Jahr 1932 gab der Münchner Fotograf Heinrich Hoffmann ein Buch heraus. Hitler, wie ihn keiner kennt, versammelt, wie der Untertitel mitteilt, 100 Bilddokumente aus dem Leben des Führers. Das Buch beginnt mit einem repräsentativen Bild, das einen etwas herrisch vom Fotografen wegschauenden Hitler im Trenchcoat mit Hundepeitsche zeigt. Dem folgen einige Aufnahmen aus der Kindheit und auch aus der Militärzeit. Zuweilen montiert, wie in diesem Fall mit passenden Dokumenten oder Keepsakes. Und schließlich wird die politische Biografie der aus der Perspektive eines stets in nächster Nähe präsenten Augenzeugen nachgezeichnet. Unter diesen Bildern gibt es einige journalistische Aufnahmen von öffentlichen Auftritten.
Doch die meisten Fotos sind ganz beiläufig gehalten. Sie zeigen Momente eines privaten Hitler, der gemeinsam mit seinem Freund Göring herumsteht, als Sommerfrischler durch die schöne Natur wandert, auf einer Soiree im Hause Goebbels interessiert dem Klavier lauscht, sich im Garten bei anderen Freunden entspannt und immer wieder insgesamt 6 Mal, also 6 Bilder von 100 Bildern, bei der Lektüre einer Zeitung. Das Buch war ein enormer Erfolg. Die 20.000 Exemplare der ersten Auflage waren schnell verkauft und bis 1943 folgten immer wieder neue Auflagen, sodass am Ende mehr als 400.000 Exemplare dieses Buches gedruckt und vertrieben worden waren. Und als würde dieses eine Buch nicht reichen, schob der geschäftstüchtige Fotograf und Verleger Hoffmann je nach Thema und Anlass neue Fotobücher nach. Ungefähr 1934 erschien die Erstausgabe von Jugend um Hitler. Das Buch sollte bis 1943 eine Gesamtauflage von mindestens 250.000 Exemplaren haben. 1935 kam Hitler in seinen Bergen auf den Markt und erreichte bis 1942 eine Gesamtauflage von mindestens 200.000 Exemplaren. Alle diese Bücher, und es gibt da noch einige mehr, alle diese Bücher folgen einer ähnlichen Motivik und Ikonografie wie Hitler, wie ihn keiner kennt. Manche Bilder hätte man in mehreren dieser Bände abdrucken können. Das Ziel dieser Publikation formulierte Baldur von Schirach, 1932 Reichsjugendführer der NSDAP und übrigens auch Schwiegersohn Heinrich Hoffmanns im Vorspann zu Hitler, wie ihn keiner kennt, einmal als gereimten Schwulst und einmal als Schwulst in Prosa. Zitat: Wer diese Bilder als Bekenntnisse mit offenem Herzen liest, der ahnt vielleicht das Geheimnis dieser einzigartigen Persönlichkeit und begreift, hier offenbart sich nicht nur ein mitreißender Führer, sondern ein großer und guter Mensch. Den mitreißenden Führer setzen die Bilder also voraus. Aber zeigen sollten sie, dass in ihm auch noch eben der große und gute Mensch steckt. Und schließlich noch ein Mensch wie du und ich. Das sagt ja das Gedicht. Hier sollte also nicht nur die Distanz und Größe der Macht repräsentiert werden, sondern es wird auch Nähe gesucht, Volkstümlichkeit. Solche Methoden der Popularisierung von Macht und Herrschaft haben eine durchaus lange Geschichte, doch zu einem massenhaften Phänomen wurden sie vor allem mit den medialen Mitteln des Bilderdrucks, wie sie ab dem späten 19. Jahrhundert zur Verfügung standen. Lithografien wie hier die von Franz Josef von Österreich mit Neffen und Großneffen oder Postkarten von Kaiser Wilhelm mit seinen Kindern wurden in großen Stückzahlen vertrieben. Die Bilder zeigen den Herrscher zwar in Uniform und mit Orden, doch außerhalb seiner herrschaftlichen Rolle und in diesen beiden Fällen als liebevollen Vater. An diese Ikonografie konnte Hitler natürlich nicht anschließen. Familie, eine Frau oder gar Kinder waren nicht vorhanden. Die Ikonografie der Hoffmannschen Fotobücher hat daher einen anderen Fluchtpunkt. Sie gleicht sich der Bildsprache ihres potenziellen Publikums an. Denn von diesen Menschen gab es zahllose Bilder oder anders bildhafte Selbstentwürfe. Diese Menschen gingen nämlich in Fotostudios und ließen sich porträtieren. Sie haben sich und ihre Verwandten und Bekannten fleißig fotografiert und mit Aufnahmen aus ihrem Leben gefüllte Fotoalben und Schuhkartons hinterlassen. Dass dieses Leben immer so aussah, wie es sich in diesen Bildern darstellte, ist zwar unwahrscheinlich, bildwürdig war kaum der Alltag, die kleine Wohnung und die Müdigkeit am Abend. Sondern vor allem die Ausnahmen davon, die Ausflüge, die Urlaube und Mußestunden, während derer man zum Beispiel im Gras sitzen konnte, am Wasser saß oder genüsslich in der Zeitung blätterte. Hitler, wie ihn keiner kennt, bringt dann thematisch und typologisch ganz ähnliche Bilder. Auch ein Hitler sitzt einmal im Gras beim Picknick, auch ein Hitler sitzt am Meer oder liest privatim seine Zeitung. So ganz so, wie es andere Menschen auch tun. Aber die Bildunterschriften stellen klar, dass diese Aufnahmen etwas ganz anderes zeigen als bloß die Befriedigung des kleinbürgerlichen Bedürfnisses nach Vergnügen und Erholung. Was immer Hitler tat, sagen diese Bildunterschriften, es hat einen höheren, einen uneigennützigen Zweck. Wenn er also am Meer sitzt, dann beobachtet er Manöver der Reichsmarine, er rastet nicht bei einem Ausflug, sondern auf dem Weg zur nächsten Versammlung und er liest die Zeitung selbstverständlich aus politischen Gründen und nicht wegen des Sportteils.
Diese Bilder Hitlers passen sich also einer Ikonografie an, wie sie den von Schirach apostrophierten Menschen wie du und ich von ihren eigenen Bildern bekannt und vertraut war. Und sie bauen gleichzeitig eine verklärende Distanz zu dieser Person, zu der Person auf, um die es geht. Hitler, wie ihn keiner kennt, funktioniert so wie ein Fotoalbum, das aus biografischen Rückgriffen und Aktualitäten zusammengesetzt ein Leben repräsentiert. Aber indem es sich um veröffentlichte, halb gestellte und stets kommentierte Bilder handelt, wird Hitler in diesem und in den anderen Büchern so präsentiert und repräsentiert, wie es der Journalist Konrad Heiden in seiner 1936 im Schweizer Exil erschienenen Biografie Hitlers beschreibt. Hitler erscheint, Zitat, als Normalmensch maskiert. Aber dieser Normalmensch ist selbst eine allgemeine Maske. Eine Maske, die in ihrer Zeichenhaftigkeit gleichzeitig Differenz und Anpassung der Subjekte besorgt. Die Medien dafür sind vor allem die Moden der Kleidung, der Accessoires und der Kosmetik im weitesten Sinne. Aber Träger, Oberfläche und damit auch Material dieser Medien oder Bezeichnungssysteme wird der Körper. Mit der Wahl einer bestimmten Hose, eines Mantels oder eines Rockes, der Brille, des Abzeichens oder der Halskette, des Lippenstifts, der Frisur oder des Parfums konnte und kann man sich zeichenhaft zuordnen und absetzen, um gleichzeitig ein Ich zu sein und Teil eines Wir zu werden. Vor allem in den 1930er und 40er Jahren war daher nicht nur Hitler als Normalmensch maskiert, sondern mit ihm auch ein großer Teil der anderen Männer, die ihre Wohlanständigkeit mit den entsprechenden Accessoires demonstrierten. Unheimlich ist jedoch, dass sich einige dieser Männer nicht nur als Normalmenschen, sondern auch als Hitler maskierten. Sie sitzen dann als Soldaten in der Schreibstube, hinter sich eine Landkarte, ein Abreißkalender mit den Bauten des Führers, und ein Porträt desselben darüber. Und als ob es damit nicht genug der Affirmation sei, nehmen sich manche ihn dann eben auch ganz körperlich zum Vorbild und lassen sich ein Bart stehen, zwei Finger breit und direkt unter der Nase sitzend. Sie lassen sich ein Bart stehen wie ihr Führer und tragen dazu die braune Uniform der SA und gehen so ins Fotostudio. Und neben ihnen sitzt vielleicht ihr Sohn und macht mit dem Halstuch und dem schwarzen Hemd der Hitlerjugend schon ganz auf nationalen Nachwuchs. Sie ließen sich einen Bart stehen, der offenbar, der einerseits so selbstverständlich gewesen zu sein scheint, dass zuweilen auf einer Fotografie gleich mehrere Männer zu sehen sind, die ihn tragen. Ein Bart, der andererseits jedoch mehr war als bloß eine Modelaune, sondern ein Zeichen, das für Hitler so emblematisch war und ist, dass schon die zeitgenössischen Karikaturisten sein Gesicht zeichnen konnten, wenn denn nur dieser Bart zu sehen war. Warum, was also ist das für ein Bart, warum trug Hitler ihn und warum manche Männer? Zunächst, die Konjunktur des Bartes im 19. und frühen 20. Jahrhundert scheint zumal in Preußen und Österreich ein Produkt der Militarisierung zu sein. Denn mit der im Gefolge der napoleonischen Kriege eingeführten Wehrpflicht veränderte sich auch das Bild von Männlichkeit. Unabhängig von Gewerbe, Stand oder Name war ein Mann, wer zur Armee gehen musste. Diese dauerhafte Verallgemeinerung schlägt sich auch in der visuellen Erscheinung von Männlichkeit nieder. Noch um 1800 trug in Europa keiner der Herrscher im Deutschen Reich, kaum eine Berühmtheit, kein Friedrich Wilhelm III., kein Hegel, kein Beethoven, kein Wieland, einen Bart, allenfalls Koteletten. Und auch bei den weniger bekannten Männern scheint es nicht ganz anders gewesen zu sein. Doch spätestens ab 1830 und deutlicher noch ab 1850 änderte sich das. Und eine Auswertung von einigen hundert Porträtfotografien ergab, dass ab ungefähr 1860 mindestens 70% aller Männer einen Bart trugen. Dabei gab es verschiedene Formen und Längen, ziemlich elaborierte Versionen, Varianten des Vollbartes, des Backen- und des Knebelbartes. Doch mehr als 40% aller Bärte waren mal mehr, mal weniger buschige oder ausgedehnte Oberlippenbärte, die vor allem von jüngeren Männern bevorzugt wurden. Die Gründe dafür sind nicht so leicht zu benennen. Es könnte damit zusammenhängen, dass in den Militärdienstordnungen, wo das Thema heiß umstritten war, allenfalls Schnurrbärte toleriert werden, die sich deswegen natürlich auch regelmäßig auf entsprechenden Gruppenporträts wiederfinden lassen. Und die auch dann noch die Bartenmode dominierten als ein größerer Teil der männlichen Bevölkerung in Europa,
ab August 1914 erst in den Krieg zog und dann in den Schützengräben hockte, wo es kaum Seife, keine Vaseline und Barbiere nur dann gab, wenn zufällig einer in der Kompanie gelandet war. Dabei wuchs die Bedeutung des Bartes als Zeichen der Maskulinität mit dem Krieg. Denn als die Männer an die Front gingen, übernahmen Frauen viele ihrer Arbeiten. Sie führten Straßenbahnen, drehten Granaten und förderten unter Tage Kohle. Mit der herkömmlichen Kleidung, den weiten Kleidern und langen Haaren waren solche Arbeiten nicht zu leisten. Und so trugen sie Hosen statt Röcke, Jacken und Gürtel statt Mieder und Kleidern, steckten die Haare auf oder schnitten sie gleich ab. Mit anderen Worten, sie legten einige der bis dahin geschlechtsspezifischen Attribute ab und begannen in ihrer Kleidung und körperlichen Erscheinung jenen zu gleichen, die sie ersetzten. Das Ende des Ersten Weltkrieges und der Untergang der Monarchie der Hohenzollern führte nun nicht dazu, dass die alten Verhältnisse sich aufs Neue herstellten. Weder ließen sich die Frauen aus den Arbeitsverhältnissen verdrängen, noch dazu bringen, wieder in die alten Kleider zurückzuschlüpfen. Anders formuliert, hatte die Körperformung durch Kleidung, Haartracht und andere Accessoires bis ungefähr 1914 die Herstellung und Ausstellung von geschlechtlicher Eindeutigkeit unterstützt, so wurden während und nach dem Weltkrieg einige zuvor männlich konnotierte Elemente wie die Hose und das kurze Haar zunehmend androgynisiert. Männer konnten diesen Angriff auf die Erscheinung ihrer Männlichkeit ignorieren, oder sie konnten sich ihm widersetzen, indem sie mit einem der wenigen Indikatoren ihre Männlichkeit weiter demonstrierten, eben mit dem Bart. Um allerdings bloß seine Männlichkeit auszustellen und zu behaupten, hätte dem als Politiker bekanntlich recht asexuell auftretenden Hitler auch der geschwungene, zweigeteilte Schnurrbart ausreichen können, den er bereits als Soldat im Ersten Weltkrieg getragen hatte. Er wählte jedoch eine Form, die sich von früheren und auch den meisten zeitgenössischen Schnitten deutlich unterschied. Denn während die Konturen der meisten Bärte sich in der einen oder anderen Weise von den Wuchsformen des Gesichtshaars herleiten und sich auf die Form des Mundes und zuweilen auch des Kinns und der Wangen beziehen, sie umranden, verdoppeln, verdecken oder betonen, gibt der Zweifingerbart diesen Bezug weitgehend auf. Er orientiert sich bestenfalls an der Breite der Nasenflügel. Es handelt sich bei dem Zweifinger- oder eben Vulgo-Hitler-Bart also um einen Bart, dessen körpermimetischer und schmückender Charakter zurücktritt und der damit den reduzierten und aus funktionaler gerichteten modernistischen Ästhetiken entsprach. Der Zweifingerbart erscheint nicht als ornamentaler Zierat, sondern eher als ein Zeichen, das vor allem auf sich selbst als Emblem der Männlichkeit und auf seinen Träger verweist. Er schloss dabei an die klaren Linien einfacher geometrischer Formen wie des Rechtecks und des Quadrates an und bediente sich damit eines Formrepertoires, auf das sich auch die avantgardistische Kunst und das Design der Moderne in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, auf das sie zugriffen. Erfunden hat Hitler diesen Bart allerdings nicht. Als modische Spielart des Oberlippenbartes ist er vermutlich um 1900 in den USA aufgekommen und fand bald seinen Weg nach Europa. So erfolgreich soll diese von den amerikanischen Touristen mitgebrachte Mode gewesen sein, dass sie im Deutschen Reich und besonders in Berlin viele Männer dazu brachte, ihren Kaiserbart zusammenzustutzen. Dann jedenfalls, wenn man einem Bericht der New York Times aus dem Oktober 1907 glauben will. Sie sehen hier das Faksimile. Fotografien aus dieser Zeit sprechen allerdings eine andere Sprache. Aufnahmen von deutschen Männern mit Kaiserbärten finden sich im ersten Viertel des 20. Jahrhunderts weit häufiger als solche mit zwei Fingernbärten. Zu den wenigen Beispielen, die ich bisher gefunden habe, gehören etwa diese beiden Porträts eines deutschen Soldaten um 1916 und eines Zivilisten aus Prag um 1920. Von Hitler selbst wiederum sind keine verbürgten Äußerungen überliefert, wie, wann und warum er zu seinem Zweifingerbart gekommen ist. Allerdings gibt es dazu einige Geschichten. So behauptet seine irische Schwägerin Bridget Hitler in ihren erst 1979 publizierten Memoiren, dass sie ihren Mann Alois, also Adolfs Bruder, schon um 1910 dazu habe bewegen können, seinen Kaiserbart zu kappen.
Als Schwager Adolf das Paar 1912 in Liverpool besuchte, habe sie auch ihn mit Erfolg dazu gedrängt, Zitat, but Adolf had gone too far, wie sie bedauernd anmerkt. Hitlers breiter Bart habe nicht unter die Gasmaske gepasst, behauptet dagegen der Schriftsteller Alexander Moritz Frey, der im Ersten Weltkrieg mit Hitler im gleichen Regiment gedient hat, und so hätten dessen Enden gekürzt werden müssen. Der amerikanische Journalist Wallace Doyle wiederum berichtet in seinem 1943 erschienenen Buch People Under Hitler, dass Hitler den Schnitt von dem nationalsozialistischen Ökonomen Gottfried Feder übernommen habe, als er 1919 Kurse in staatsbürgerlichem Denken bei ihm besuchte. Die drei Geschichten sind für sich genommen zwar plausibel, widersprechen aber einander nicht nur, sondern sind alle ziemlich sicher falsch. Es gibt keinen Beleg dafür, dass Hitler jemals in Liverpool gewesen ist und die Hafenakten sind erhalten. Wenn ein normaler Schnurrbart nicht unter die Gasmaske gepasst hätte, dann hätten eine ganze Menge Soldaten im Ersten Weltkrieg mit einem Zwei-Finger-Bart herumlaufen müssen. Und das erste datierbare Foto, das Gottfried Feder mit einem Zwei-Finger-Bart zeigt, stammt von 1930. Vorher ist er glatt rasiert. Wenn all diese Geschichten also falsch sind, muss die Geschichte von Hitlers Bart also anders bestimmt werden. Allerdings lässt sich nicht einmal datieren, wann Hitler seinen Soldatenschnurrbart so drastisch zusammenstutzte. Sie sehen Hitler hier ganz links. Denn zwischen den Jahren 1919 und 1923 klafft eine bemerkenswerte Lücke. Aus diesen Jahren gibt es keine Fotografien Hitlers. Oder doch nur solche, auf denen sein Gesicht nicht klar zu erkennen ist. Hier soll Hitler angeblich abgebildet sein. Vermutlich ist er einer von den Männern mit Zylinder, aber... Auf den ersten Fotografien aus dem Jahr 1923 trug er jedoch bereits seinen charakteristischen Bart. Irgendwann in diesen vier Jahren zwischen 1919 und 1923 muss er also seine Barttracht verändert haben. Und diese Jahre waren in der politischen Biografie Hitlers bekanntlich von außerordentlicher Bedeutung. In dieser Zeit stieg er von einem unter vielen nationalistischen Politikern zu erster Prominenz in Bayern und seine Partei dort zu einer wenigstens lokalen Größe auf. Als Spitzel der Reichswehr war er im September 1919 noch zu den Versammlungen der DAP geschickt worden, einer Partei mit kaum 50 Mitgliedern. Im Oktober 1919 trat er ihr bei, wurde bald ihr Obmann für die Werbung neuer Anhänger und als ihn die Reichswehr im März 1920 entließ, konnte er bereits von seinen Honoraren als Redner leben, als Redner der Partei leben, die mittlerweile NSDAP hieß. 1921 schließlich entmachtete er den Vorsitzenden Anton Drexler und er übernahm mit praktisch unbeschränkten Vollmachten ausgestattet dieses Amt selbst. In diesen Jahren veränderte Hitler nicht nur seinen Bart, sondern auch die Struktur und die öffentliche Präsenz der Partei, die er führte. Hatte man vorher eher im Verborgenen mit Flugschriften und Diskussionsabenden agiert, setzte Hitler schon um 1920 auf aggressive Demonstrationen, auf Massenveranstaltungen und aggressive Demonstrationen, die sich vor allem gegen die Sozialdemokraten und Kommunisten richteten. Für diese Art des Agierens fehlte jedoch zunächst das, was man heute eine Corporate Identity nennt. In Mein Kampf beschreibt Hitler das Problem. Zitat, die Bewegung besaß bis dorthin, das heißt also Anfang 1920, kein Parteizeichen und auch keine Parteiflagge. Das Fehlen solcher Symbole hatte nicht nur augenblicklich Nachteile, sondern war für alle Zukunft unerträglich. Die Nachteile bestanden vor allem darin, dass den Parteigenossen jedes äußere Kennzeichen ihrer Zusammengehörigkeit fehlte, während es für die Zukunft nicht zu ertragen war, eines Zeichens entbehren zu müssen, das den Charakter eines Symbols der Bewegung besaß und als solches der Internationale, also den Kommunisten und den Sozialdemokraten, entgegengesetzt werden konnte. Das Resultat dieser Überlegungen ist bekannt. Mit der Hakenkreuzfahne erhielt die NSDAP eine unverwechselbare visuelle Identität. Ihre Gestaltung zielte dabei aber nicht nur auf die Konfrontation mit dem politischen Gegner, also den Arbeiterparteien SPD, USPD und KPD. Denn das dominierende Rot zitierte einerseits die traditionelle Farbe eben dieser Arbeiterparteien und wurde andererseits mit Schwarz und Weiß zusammen zu den Farben der kaiserlichen Reichskriegsflagge.
Mit dem Hakenkreuz wurde ein Symbol hinzugefügt, das auch viele andere antisemitische und völkische Verbände nutzten. Doch mit der geometrischen Modernisierung dieser Form, seiner Form setzte man sich gleichzeitig von deren zuweilen monarchistischen, zuweilen religiös-sektiererischen Antimodernismus ab. Kurz, die Gestaltung der Fahne war Resultat taktischer Überlegungen, die gleichzeitig auf Abgrenzung wie auf die Integration einer möglichst großen politischen Klientel zielten. Mit der Hakenkreuzfahne hatte die NSDAP also ein unverwechselbares Zeichen bekommen. Aber zu ihrem Gesicht wurde Hitler. Nachdem er den Vorsitz übernommen hatte, wurde die Partei schrittweise zentralisiert und auf ihn ausgerichtet. In Mein Kampf beschreibt er, welche strukturellen Folgen das hatte. Zitat: Die junge Bewegung ist ihrem Wesen und ihrer inneren Organisation nach antiparlamentarisch, das heißt, sie lehnt im Allgemeinen wie in ihrem eigenen inneren Aufbau ein Prinzip der Majoritätsbestimmung ab, in dem der Führer nur zum Vollstrecker des Willens und der Meinung anderer degradiert wird. Die Bewegung vertritt im Kleinsten wie im Größten den Grundsatz der unbedingten Führerautorität gepaart mit höchster Verantwortung. Was zu tun war, Zitat Ende, was zu tun war, sollte also nicht diskutiert, sondern von oben entschieden werden. In letzter Instanz also von Hitler selbst. Mit der Anwendung des Führerprinzips ging eine Zentrierung der Politik der NSDAP auf Hitler als Person einher, die gezielt auch nach außen vermittelt wurde. Daher spricht einiges dafür, dass Hitler über sein öffentliches Bild und damit über die Erscheinung seines Körpers ebenso sorgfältig nachgedacht hatte wie über die Gestalt der Parteiflagge. Wenn er also irgendwann zwischen 1919 und 1923 seinen Schnauzbart auf 2 Finger Breite kappte, so wird er diesen Schnitt mit Gründen vorgenommen haben, mit Gründen, die ganz ähnlicher Art gewesen sein dürften, wie die, die zur Hakenkreuzfahne geführt haben. Bart wie Fahne greifen auf bereits vorhandene und bekannte Motive zurück, die vertraut, aber nicht unbedingt weit verbreitet waren. Beide bezogen Anregungen aus dem Formenkanon der Moderne und beide sorgten für eine ziemlich schnelle und eindeutige Identifizierung ihrer Träger. Doch wo sich mit der Fahne ein tendenziell anonymes Kollektiv identifizierte, verlieh der Zwei-Finger-Bart seinem prominenten Träger Identität durch ein so einfaches wie markantes physiognomisches Detail. Und dieses Detail ließ sich nicht, wie andere modische Zutaten, als verzichtbare Eitelkeit denunzieren, sondern wurde zum Zeichen jener strengen Beschränkung aufs schmucklos Wesentliche, die Hitler auch an anderen Stellen plakativ demonstrierte, wenn er sich später als Vegetarier, Antialkoholiker und Nichtraucher und vor allem als einen bis zur Selbstaufgabe der Sache verpflichteten Politiker darstellen ließ. Dass sich mit dieser Askese allerdings kein politischer Blumentopf gewinnen ließ, wusste Hitler auch. Einiges spricht dafür, dass er und andere NS-Politiker, vor allen Dingen Goebbels, Erkenntnisse der zeitgenössischen Werbepsychologie verarbeitet haben. Dort wurde die Bedeutung der eindeutigen, vor allen Dingen visuellen Identifizierbarkeit der Produkte herausgestellt und auch darauf hingewiesen, dass ein langfristig erfolgreiches Produkt seinen Kundinnen und Kunden nicht nur einen nackten Gebrauchswert, sondern auch eine emotionale Bindung bieten musste. Autoren aus der Werbebranche, wie etwa Hans Domitzlaff, war die politische Komponente solcher Überlegungen durchaus bewusst. In dessen allerdings erst 1931 erschienenen Schrift mit dem Titel Propagandamittel der Staatsidee heißt es beispielsweise, Zitat: Das Volk will geführt werden, aber es sucht einen Führer, der den Eigenarten der Masse entspricht. Das Volk will vergöttern und einen Repräsentanten gewinnen, dem es blindlings folgen kann, ohne sich selbst mit Verantwortung und Denkarbeit belasten zu müssen. Das Volk will auf ein Spiegelbild seiner selbst stolz sein dürfen. Zitat Ende. Aus der Perspektive des mit kaum verhohlener Verachtung porträtierten Volkes beschreibt Domitzlaff im Grunde etwas Ähnliches wie Hitler in seinen Überlegungen zum zentralistischen Parteiaufbau. Wem die unbedingte Autorität des Führers gegeben ist, der muss die Geführten an sich binden, indem er ihnen Entscheidungen abnimmt und diktiert. Gleichzeitig aber muss er dafür sorgen, dass sie sich mit ihm identifizieren. Das heißt, in der Art eines Spiegelbildes, wie Domitzlaff das nennt, als eine Art unteilbares Ganzes begreifen. Diese Herstellung von Identität, von gegenseitiger Identifizierung, taucht prominent als rhetorisches Mittel
auch bei Hitler immer wieder auf. Sätze wie, Zitat, alles was ihr seid, seid ihr durch mich und alles was ich bin, bin ich nur durch euch allein. Sie werden es wissen, auch christologische Anklänge natürlich drin sind, finden sich in Variationen in verschiedenen Reden Hitlers. Und die Staatstheorie des Nationalsozialismus trieb diese Verschränkung bis zur körperlichen Verschmelzung, was sich bei dem NS-Autor Gottfried Nese in seinem Buch was der Titel Führergewalt beispielsweise so anhört. Zitat, der Führer ist Repräsentant des Volkes. Er verkörpert in sich alle wesentlichen Eigenschaften des deutschen Volkstums. Zitat Ende. Dass es sich bei der Inszenierung Hitlers auch um ein körperliches Verhältnis zwischen Führer und Geführten handelt, ist seinen Gegnern nicht entgangen. In seiner 1932 erschienenen Geschichte des Nationalsozialismus beendet der bereits zitierte Journalist Konrad Heiden seine wenig schmeichelhafte Beschreibung von Hitlers Erscheinung so, Zitat, höchstens in den Augen glimmt etwas. Im Zustand der Erregung scheint ein Namenloser darzustellen, der unbekannte Soldat, der plötzlich die Gedanken von Millionen Namenlosen ausspricht. Gedanken, wegen derer 3 Jahre zuvor die namenlosen Kameraden im Schützengraben den Verrückten ausgelacht haben. Vielleicht ist das überhaupt der Schlüssel zur ganzen Persönlichkeit Hitlers. Durchschnitt in höchster Ausprägung. Zitat Ende. Anders formuliert, ist bei Domislav, Nese und Hitler selbst, der Führer, ein gleichsam ideales körperliches Destillat des Volkes, wird er bei Heiden zu einem faden Jedermann. Zwischen diesen beiden Polen oszillierten die bildlichen Inszenierungen Hitlers. Bis 1923 war er in den wenigen Fotografien nur als Abwesender präsent gewesen. Diese Aufnahme aus dem April 1923 zeigt eben nicht ihn, sondern sein Publikum. Woher diese Zurückhaltung gegenüber der Fotografie rührte, ist nicht belegt. Waldo von Schirach schreibt dazu in seinem Vorwort von Hitler, wie ihn keiner kennt, Zitat, populär sein heißt viel fotografiert werden. Adolf Hitler hat sich immer dagegen gesträubt, Objekt der Fotografen zu sein. Besonders vor 12 Jahren, also ungefähr nur um 1920, als sein Name zum ersten Mal aus dem Dunkel der Unbekanntheit auftauchte, war er ein erklärter Gegner der Kamera. Zitat Ende. Hitlers Widerwille gegen die Fotografie verdankte sich allerdings wohl doch nicht nur so sehr dem von Schirach unterstellten Mangel an persönlicher Eitelkeit. In seinem 1994 erschienenen Buch Hoffmann und Hitler, also mit den Fotografen Hoffmann und Hitler, argumentiert Rudolf Herz, dass Hitler Anfang der 1920er Jahre in einigen der deutschen Länder steckbrieflich gesucht wurde. Und das war natürlich ohne die entsprechenden Porträts dem war natürlich deutlich leichter zu entkommen. Kaum zufällig hatte Hitler bis dahin offenbar nicht nur Fotostudios vermieden, sondern auch Pressefotografen mit Überredung oder Gewalt die Negative abnehmen lassen oder wenigstens zu verhindern gewusst, dass die Bilder abgedruckt oder anders vervielfältigt wurden. Und obwohl er zu diesem Zeitpunkt als Politiker zu gewisser überregionaler Prominenz gekommen war, konnte der Zeichner Thomas Theodor Heine mangels Fotos noch im Mai 1923 im Simplicissimus über die Physiognomie des politischen Phantoms ein paar boshafte Spekulationen anstellen. Am 2. September 1923 war es jedoch mit dem Versteckspiel vorbei. Am Rande eines Aufmarsches paramilitärischer Verbände in Nürnberg war dem Pressefotografen Georg Pahl eine Aufnahme gelungen, die sich nicht mehr unterdrücken ließ. Und Hitler hatte offenbar bald begriffen, dass sich fotografische Aufnahmen auf Dauer nicht verhindern, wohl aber für seine Sache nutzen lassen konnten. Er arrangierte noch im gleichen Monat eine Porträtsetzung bei Heinrich Hoffmann und schon bei dieser ersten Sitzung wurde Hitler, Sie haben die Bilder gesehen, gleich verdoppelt. Denn die eine Aufnahme zeigt ihn im dunklen Anzug mit Krawatte und damit einer Kleidung, wie sie zahlreiche Bürger der Zeit und nicht zuletzt auch die Politiker der Hitler so verhassten Weimarer Republik trugen. Für das andere Bild dagegen trägt er einen Trenchcoat über dem Anzug, ein Kleidungsstück, das unter ehemaligen Soldaten beliebt war und mit dem Hitler in dieser Zeit in den eleganten Münchner Salons des nationalgesinnten Bürgertums jenes gewisse Air als interessanter, wenn auch nicht eben parkettsicherer Exot erworben hat. In diesen beiden Bildern ist damit bereits vieles angelegt, was die weitere Arbeit Hitlers an seiner Erscheinung prägen sollte und auch in der Gestaltung von Hitler, wie ihn keiner kennt, zu erkennen ist. Sie zeigen nicht einen, sondern zwei Hitler.
einen eher seriösen Herrn, dessen Gesinnung nur das Parteiabzeichen auf dem Revers verrät, und einen aufrechten Soldaten, der auch als Zivilist die innere Uniform nicht ablegen kann. Hitler sorgte auf diese Weise bildhaft dafür, dass er für das bürgerliche Spektrum ebenso anschlussfähig blieb wie für die völkisch-nationalen und militanten Verbände. Dieser ersten Porträtsitzung bei Hoffmann im September 1923 folgten bis 1933 mehr als ein Dutzend weitere. Rudolf Herz schreibt zu den bei diesen Sitzungen aufgenommenen Bildern, Zitat: Die Porträts spiegeln nur zu deutlich die von Fotograf und Modell intensiv betriebene Suche nach möglichst effektvollen Stilisierungen. Bei Hitlers Sitzungen wurden verschiedene Konzepte ausprobiert und auch wieder verworfen. Vielerlei Posen arrangiert, die Kleidung gewechselt, die Frisur geändert, das Mienenspiel trainiert und manch dramatisierende Lichtsetzung und Perspektive gewählt. Diese beharrlich betriebene Arbeit in Hoffmanns Studio belegt nicht nur, dass Hitler seinem öffentlichen Bild eine beträchtliche Bedeutung beimaß, sondern zeigt auch, wie viele Sitzungen es erst bedurfte, um zu einem zufriedenstellenden Resultat zu gelangen. Denn die tatsächlich publizierten Aufnahmen waren ja nur ein kleiner, überlegt selektierter Teil der Gesamtproduktion. Zitat Ende. Was Herz als Suche nach möglichst effektvollen Stilisierungen beschreibt, brachte eine Vielzahl von verschiedenen Bildmotiven hervor, und offenbar war gerade diese Vielzahl auch beabsichtigt. Nicht nur einen Hitler sollte es also geben, sondern möglichst auch einen Hitler für jeden und für jede. Mit den beiden Porträts von 1923 ist der Rahmen bereits abgesteckt, innerhalb dessen sich Hitler und Hoffmann bewegten. Dabei wurden die Motiviken des seriösen Politikers im Anzug und des militanten Kämpfers weiter variiert. Wenn er sich etwa vor der Kamera als Redner inszeniert oder in SA-Uniform ernsthaft in die Linse blickt. Doch wurden bei weitem nicht alle Bilder dieser Sitzung eben auch publiziert. Als müßiger Bon Vivant im bequemen Sessel mit Hund und Flügel mag Hitler erscheinen wie einer seiner großbürgerlichen Münchner Gönner. Aber seiner kleinbürgerlichen und proletarischen Klientel wäre ein solches Bild vermutlich schlecht vermittelbar gewesen. Eine andere Aufnahmeserie aus dem Frühjahr 1927 wiederum sollte vielleicht eben diese Schicht ansprechen, die sich ja zu einem großen Teil aus urbanisierten Kleinbauern und Landarbeitern der ersten und zweiten Generation rekrutierte, aber in ihrer Mischung aus bajuwarischer Provinzialität, pastoralem Naturburschentum, Kraftprotzerei und geziertem Posieren hätte sie wiederum seine großbürgerlichen Gönner befremden können. Nutzen ließ sich diese Tracht nur, wenn sie im Fotostudio als volkstümliche Kostümierung domestiziert wurde. Und dann wurde sie nicht nur als Postkarte vertrieben, sondern diente zum Beispiel auch als Titelbild des Illustrierten Beobachters. Doch Hitlers Versuch, auf diese Weise möglichst umfassende Identifikations- und Anschlussmöglichkeiten herzustellen, war nicht ohne Risiko. Zwar unterschied er sich mit seinen vielen Rollen und Kostümierungen von den zahllosen Politikern der Weimarer Republik, die sich vielleicht in ihren Gesinnungen, aber mit ihren dunklen Anzügen und ihren ebenfalls nur selten markanten Gesichtern kaum in ihrer Gestalt voneinander unterschieden. Doch gleichzeitig drohte die Gefahr, dass Hitler in dieser Fülle von Variationen seiner physischen Erscheinung sein Gesicht verlor. Genau diese Gefahr behob der Bart. Kein anderer Politiker in Deutschland sah ähnlich aus, kein anderer Politiker sorgte so intensiv dafür, dass seine äußere Erscheinung zum Zeichen, zum Image wurde. Wie das Hakenkreuz wurde Hitlers Bart zu einer unverwechselbaren visuellen Signatur der Nazis. Und während die politischen Widersacher mit Karikaturen und in Texten über beides spotteten, trugen Hitlers Anhänger das Hakenkreuz und manche eben auch seinen Bart. Dabei schadete es auch nicht, dass diese Form des Bartes spätestens gegen Ende der 1920er Jahre modisch als überholt galt, wie sich beispielsweise einem Artikel in der Fachzeitschrift Der Deutsche Friseur von 1928 entnehmen lässt. Dort heißt es: Um nun noch von Abbildung 4 zu sprechen, so ist dazu zu bemerken, dass dieser kantige Bürstenbart so gut wie unmodern ist. Er wird von modernen Herren nicht mehr bevorzugt. Der moderne Schnurrbart hat wieder etwas mehr Spitze, die leicht nach oben geformt ist.
Wenn man dieser Beschreibung folgt, Zitat Ende, wenn man dieser Beschreibung folgt, so kam der Zwei-Finger-Bart Ende der 1920er trotz seiner modernen geometrischen Form aus der Mode, obwohl dann eben nicht alle dem Dernier Cri folgen wollen. Doch zu den Faktoren, die eine Mode generieren, durchsetzen und erhalten, kam in diesem Fall eben ein weiterer hinzu. Denn die NSDAP feierte in diesen Jahren ihre ersten großen Erfolge. Noch bei den Reichstagswahlen 1928 hatte sie nur 2,8% der Stimmen und damit 12 Sitze erreicht. Doch im Jahr darauf betrieb sie zusammen mit dem Deutschen Nationalen Volkspartei und dem Stahlhelm eine Kampagne gegen die Neuordnung der Reparationszahlungen nach dem Ersten Weltkrieg. Das Volksbegehren scheiterte zwar, doch die NSDAP gewann an Beachtung, Mitgliedern und Wählerstimmen deutlich hinzu. Und so erhielt sie bei den Wahlen in Thüringen im Dezember 1929 bereits 11,3% und damit 6 Sitze. Bei den Wahlen in Sachsen im Juni 1930 waren es 14,4% und damit 14 Sitze. Und als der Reichspräsident Paul von Hindenburg am 18. Juli 1930 den Reichstag auflöste, führte die NSDAP einen beispiellosen Wahlkampf, bei dem allein in den letzten 4 Wochen 34.000 Versammlungen stattgefunden haben sollen. Fast 6,5 Millionen Deutsche oder 18,3% wählten am 14. September 1930 die NSDAP und verschafften ihr 107 Sitze im Parlament. Das Gesicht dieser Erfolge war Hitler. Das zur Reichspräsidentenwahl 1932 massenhaft geklebte Plakat soll hier für die ungezählten Porträts und die vielen anderen Bilder stehen, die seit 1924 nicht nur in der Parteipresse, sondern auch von anderen Tageszeitungen und Illustrierten der Weimarer Republik in immer wieder neuen Varianten abgedruckt wurden. Nach 1933 und mit der Machtübernahme vervielfachte sich die visuelle Präsenz Hitlers. Wie gehabt, dekorierte er die Titelseiten nicht nur des Illustrierten Beobachters, sondern auch anderer Zeitungen, Zeitschriften. Darüber hinaus zitierte sein Porträt die Standard- und auch Sonderbriefmarken des Deutschen Reiches. Doch damit nicht genug. Hitlers Gesicht wurde massenhaft vervielfältigt und verbreitet. Anlässlich von Mussolinis Besuch in Berlin wurde eine Uhr mit Doppelporträt hergestellt. Es gab Kartenspiele und Taschenmesser mit Hitlerbildern. Und ich bedauere, dass ich Ihnen kein Bild der Hitlerbüste aus Schmalz zeigen kann, die sich ein nationalbegeisterter Schlachter ins Schaufenster stellte, zum Unwillen der lokalen Parteigrößen. Aus Kunststein wurden solche Büsten in Großserien hergestellt, ebenso als Gemälde und als Drucke. Und sie fanden so Eingang in die öffentlichen und privaten Räume. Hitler wohnte dann als stummer Gast dem abendlichen Gespräch bei. Er half mit markigen Führerworten als Bild an der Wand, dem Meister in der Werkstatt die Lehrlinge zu disziplinieren. Er war in Effigies bei mehr oder weniger sonderbaren sportlichen Darbietungen auf der Bühne anwesend. Er hing im Wahllokal. Er durfte im Krankenzimmer nicht fehlen. Und auch nicht beim Gruppenporträt, wie ein guter, doch leider abwesender Kollege. So verschieden diese und die vielen anderen Porträts auch waren, so hatten sie doch einen gemeinsamen Nenner, und das eben war der Bart. Zitat: Man kann das Gleichnis wagen, der Schnurrbart ist der Führer, schreibt der schon erwähnte Konrad Heiden in seiner 1936 im Exil erschienenen Biografie. Und wenn der Führer sein Bart war, dann mutierte dieser Bart mit der zunehmenden Prominenz und der öffentlichen Bildpräsenz von einer Modelaune zu einem Bekenntnis. Kaum ein Zufall ist es daher also, wenn dieser Bart schon ab den späten 1920er Jahren auf den Oberlippen einer Reihe von Angehörigen der NS-Nomenklatura zu sehen ist, wie auf der des schon erwähnten Ökonomen Gottfried Feder, hier ganz links auf einem Foto von 1930, auf der Oberlippe von Julius Schreck, der erst die SA und später die SS aufbaute. Er zierte auch den Mund von Ernst Röhm, der später an der Spitze der SA stand, bevor er 1934 von Hitler beseitigt wurde, und den Julius Streichers, der den Stürmer herausgab, um hier nur einige zu nennen und zu zeigen. Doch, wie schon gezeigt, trugen auch andere, unbekannte Männer einen Zwei-Finger-Bart. Und indem sie Hitlers Bart zitierten, sorgten sie dafür, dass er eine Präsenz im Alltag bekam, wie seine Porträts allein sie nicht herstellen konnten. Denn indem sich diese Porträts verdoppelten und belebten, indem Hitler als sein Bart aus ihnen heraustrat und sich im Gesicht eines anderen Mannes festsetzte, wurden die Gesichter dieser Männer nicht mehr allein die ihren, sondern wurden selbst zum lebenden Bild.
Hitler hing dann nicht mehr nur, wie hier, an der Wand des Lehrerzimmers, sondern er war auch in das Gesicht des Lehrers eingeschrieben, in das des Vaters, des Bruders, des Freundes, des Kameraden. Hitler wurde einer von den Menschen, die jeder kannte. Ein alltäglicher Mensch wie du und ich. Ein Zigarre-rauchender und offenbar leicht illuminierter Partygast. Ein unsicherer Militärbürokrat beim Einkauf im besetzten Belgrad. Ein leicht dünkelhafter Bo in Luftwaffenuniform. Ein lustiger Dicker mit schief sitzender Fliege beim Erntedankfest 1934. Einer, der mit Krankenschwestern Halma spielte. Für ein Foto mit Schutzanzug, Gasmaske und einem schlechten Freund posierte. Oder zusammen mit ein paar anderen Hitlers, die aussehen wie die ausgeschiedenen Teilnehmer eines Look-alike-Wettbewerbs für Charlie Chaplins großen Diktator. Fraglos ist es auch die historische Perspektive, die uns diese Bilder gleichzeitig als lächerliche und als unheimliche erscheinen lässt. Beides geht wohl auf die beiläufige Selbstverständlichkeit zurück, mit der diese Männer ihren Körper in eine so unübersehbare Beziehung zu Hitler setzen, ob sie nun mit der Freundin oder Frau ins Atelier gehen, die Hände ganz führerhaft vor dem Genital verschränken oder gleich zu dritt mit Dackel, Quirl und einem Schornsteinfegerbesen posieren, der aussieht wie ein geradezu übermenschlicher Zweifingerbart. Von keinem dieser Männer ist im Einzelnen bekannt, wann und warum er sich diesen Bart stehen ließ. Angesichts der unübersehbaren und alltäglichen Präsenz von Hitlerbildern ist jedoch anzunehmen, dass ihnen die Ähnlichkeit mit Hitler erwünscht oder wenigstens bekannt war. Sie bilden damit das Gegenstück zu den Bildern von Hoffmanns Hitler, wie ihn keiner kennt, dass die Existenz Hitlers durch die vermeintliche Offenlegung seiner verborgenen Normalität überhöht und gleichzeitig an die Lebenswelt der Leserinnen und Leserinnen anschließen und ihnen zeigen sollte, dass ihr Führer ein Leben lebt, das dem der ihren so ähnlich wie nur möglich sei. Der Bart als unverwechselbares und eindeutig konnotiertes identifikatorisches Zeichen wiederum sorgte dafür, dass dieser Führer auch körperlich in den Alltagen der so willig Geführten gegenwärtig ist und mit ihren Körpern eins wird. Zu dieser Form des Umgangs mit und der Verdopplung von Körpern im Kontext der Inszenierung politischer Macht gibt es historische Vorbilder. Gestützt auf eine Vielzahl von teils sonderbaren, teils bis heute üblichen Ritualen der körperlichen Inszenierung von Herrschern im Mittelalter, argumentiert Ernst Kantorowicz in seiner 1957 erschienenen Studie zu The King's Two Bodies, dass der König dabei nicht nur als sein natürlicher sterblicher Körper begriffen würde, sondern gleichzeitig als ein übernatürlicher, politischer, unsterblicher Körper. Unterschieden wird so zwischen der konkreten Person, die eine Herrschaftsfunktion ausübt, und dieser Funktion selbst, die den Tod überdauert. Aber mit den Männern, die sich Hitlers Bart aneignen, kommt ein dritter Körper ins Spiel, der sich als kommunaler... mein Manuskript war gerade weg. Habe ich dabei ihn. Ja. Da. Ja. Aber mit den Männern, die sich Hitlers Bart aneignen, kommt ein dritter Körper ins Spiel. Ein Körper, der sich als kommunalen Körper beschreiben lässt. Ein Körper also, der alle anderen Körper als Volkstum in sich aufnimmt und diese anderen Körper zum Singular einschmilzt. Im Umkehrschluss heißt das, dass alle diese anderen Körper bis zu einem nicht weiter bestimmten Maße Hitler sind oder Hitler werden. Diese identifikatorische Beziehung konnte auf verschiedene Weise Ausdruck finden. Einen Zweifingerbart zu tragen war eine davon. Aber vielleicht die einzige, die das Körperliche dieser Beziehung nicht so sehr metaphorisch, sondern physisch und dauerhaft umsetzte, indem man sich Hitlers Körper als zeichenhaften gleichzeitig aneignete und sich ihm unterwarf. Und das jeden Morgen aufs Neue, wenn man sich mit dem Rasiermesser in der Hand im Spiegel anblickte. Und man machte sich zum Bild und zum Abbild der Macht. Und dieses Abbild ist ein merkwürdiges Hybrid aus Ikon im Sinne einer relationalen, abbildlichen Beziehung und Eidolon im Sinne einer Stellvertretung,
gerade weil der eigene Körper das Material ist, aus dem diese Männer ihr Abbild formten und Hitler auf diese Weise vervielfältigten und verteilten. An sich ist an dieser Verteilung von Herrscherbildern ja nichts Ungewöhnliches. Die Porträts in Amtsstuben, auf Münzen und Briefmarken erfüllen ja einen ähnlichen Zweck. Aber der Unterschied besteht darin, dass in diesem Fall die Bilder Menschen sind, die nicht nur symbolisch, sondern tatsächlich wirksam handeln können, im Sinne des Körpers, auf den sie sich beziehen, und die dies auch taten, und sei es um den Preis ihres eigenen Lebens. Bei Hitler konnte man sich dieser Konsequenz offenbar nicht so sicher sein. Auf alliierter Seite ließ man kaum eine Gelegenheit aus, den politischen und militärischen Gegner nicht nur mit Waffen zu bekämpfen, sondern auch lächerlich zu machen. Man fälschte Briefmarken und warf sie angeblich über Deutschland ab, wo sie angeblich auch verwendet wurden. Stinktiere aus Keramik mit Hitlers Physiognomie wurden in den USA als neckischer Wohnzimmerschmuck angeboten. Und man stellte zu Tausenden kleine Hitlerfiguren als Nadelkissen her. Und vielleicht hat das kleine bisschen Voodoo ja auch geholfen. Man druckte Steckbriefe mit Hitlers Konterfei. Und was 3 Tage nach dem Überfall auf Polen vor allem ein propagandistisches Mittel war, wurde im weiteren Verlauf des Krieges zu einer ernsthaften Überlegung. Denn spätestens 1944 begann man sich bei den Alliierten darüber Gedanken zu machen, was Hitler im Falle der absehbaren Niederlage Deutschlands tun würde. Befürchtet wurde unter anderem, dass er sich der Gefangennahme entziehen würde und in ein Land untertauchen könnte, dessen Bevölkerung bis zuletzt an ihn, an Wunderwaffen und den Endsieg glauben wollte. Aus dieser Zeit stammen einige in einer kanadischen Zeitung publizierten Phantombilder, die anschaulich machen sollen, welche Identitäten Hitler annehmen könnte und die ihn als Koch, als Professor, als Landstreicher, als den Guy Next Door, als einen Jedermann also zeigen. Voraussetzung für das Gelingen dieser Bilder war, dass Hitlers Gesicht im Sinne des schon zitierten Konrad Heiden dem, Zitat, Durchschnitt in höchster Ausprägung entsprach. Ein Allerweltsgesicht also, das nichts war und daher alles werden konnte, sobald das eine signifikante Detail verschwand, der Bart. Wie Sie wissen, nahm die Sache dann doch einen anderen Verlauf. Als die Rote Armee 1,5 Kilometer vor den Ruinen der Reichskanzlei stand, griff Hitler nicht zum Rasierer, sondern zur Pistole. Er erschoss sich am 30. April 1945 und die Leiche wurde zusammen mit der von Eva Braun und der des Schäferhunds Blondie verbrannt. Die verkohlten Reste exhumierten sowjetische Einheiten am 2. Mai. Die Männer jedoch, die ihn mit oder auch ohne Bart verdoppelt und mehr oder weniger in seinem Sinne gehandelt hatten, taten in ihrer Mehrzahl bei Kriegsende genau das, was die Alliierten für Hitler befürchtet hatten. Sie gingen ins Badezimmer und rasierten sich. Keiner wollte mehr ein Nazi gewesen sein, wie Hannah Arendt bei ihrem Besuch in Deutschland 1949-50 feststellte. Niemand wollte mehr Hitler kennen oder gesehen oder gewählt haben. Hitler war also tot und mit ihm sein Bart. Aber seine verdoppelten Körper lösten sich ohne diesen Bart in der verbliebenen Volksgemeinschaft auf und sorgten so dafür, dass sein politischer Körper wenigstens teilweise unsterblich blieb. Denn wenn der Bart Emblem einer politischen Überzeugung gewesen war, so verschwand diese doch nicht mit der Rasur. Dass weder sie noch das Ende des Krieges die Überzeugungen vieler Nationalsozialisten veränderte, belegt die Geschichte der Bundesrepublik mit in deprimierende Details. Dutzende SS-Generäle wurden nicht juristisch belangt oder doch schnell amnestiert. Oft starben sie im hohen Alter, nachdem sie jahrzehntelang Nachfolgeparteien der NSDAP, wie später zum Beispiel die NPD, unterstützt hatten und einem dankbaren Publikum in ihren Memoiren bewiesen, dass die SS eine ritterliche Truppe gewesen sei. Ein Jurist wie Wilhelm Spies fällte noch nach der deutschen Kapitulation am 8. Mai 1945 in Norwegen Todesurteile gegen Deserteure, die auch vollstreckt wurden. Bis 1972 war er dann Landgerichtsdirektor in Braunschweig. Hans Filbinger wurde Ministerpräsident in Baden-Württemberg. Als ihm aus seiner Zeit als Marinerichter ebenfalls Todesurteile nachgewiesen wurden, trat er nach langem Zögern zurück, nicht ohne vorher den unsterblichen Satz zu prägen, dass heute doch nicht Unrecht sein könnte, was damals Recht gewesen sei. Die Liste lässt sich schier endlos fortsetzen, selbst wenn es nur um die Nazis der ersten und zweiten Garnitur geht. Die kleinen PGs, die das Schaufenster eines jüdischen Geschäfts eingeworfen, ihren Nachbarn denunziert, im Krieg Geisel erschossen oder auch nur dem Zwangsarbeiter in der Fabrik das eine lebensrettende Stück Brot verweigert hatten, sie waren schnell entnazifiziert
und lebten weiter als Professor, als Koch, als Guy Next Door und notfalls als Landstreicher. Sie wurden Mitglieder demokratischer Parteien und manchmal Abgeordnete. In einigen westdeutschen Landesparlamenten stellten die ehemaligen Mitglieder der NSDAP in den 1950er Jahren deutliche Mehrheiten. Sie setzten verkürzte Verjährungsfristen für die Beihilfe zum Mord während des NS durch, empörten sich gegen Wiedergutmachung, die sozialdemokratische Ostpolitik und die Rehabilitierung der Wehrmachtsdeserteure, lobten dagegen die Autobahnen, Zucht und Ordnung und die geringe Arbeitslosigkeit im Faschismus. Und wenn es wirklich Genozid und Gräuel gegeben haben sollte, so hieß der Schuldige ja Hitler und der war tot. So erwies der Führer seinen willig führenden Vollstreckern noch im Tode einen Dienst. Gerade weil Politik und Präsenz der NSDAP auf seine Person zugeschnitten worden waren, soll er in letzter Konsequenz für alles verantwortlich gewesen sein, sodass die anderen Täter sich im Zweifelsfall auf den Befehlsnotstand berufen konnten. Von den Angehörigen dieser Generation leben heute nur noch wenige. Der Nationalsozialismus ist praktisch verboten und mit ihm Hakenkreuz und Mein Kampf. Und der Zwei-Finger-Bart ist als Mode so weit geächtet, dass es in der neuen Bundesrepublik selbst unter den Neonazis nur wenige gibt, die ihrem Vorbild darin noch nacheifern wollen und dann doch eher lächerlich als gefährlich aussehen. Die Gefährlichen dagegen sehen aus wie du und ich oder die Leute von nebenan. Geblieben sind jedoch die identifikatorischen Zeichenstrukturen der deutschen und auch der deutschen Volksgemeinschaftlichkeit, die bis heute bestehen. Zwar sind die Merkels, Gabriels und Seehofers als physische Erscheinung offenbar so farblos, durchschnittlich und normalmenschlich, dass sie als Vorbilder uninteressant sind und daher kaum jemand versucht, so auszusehen wie sie. Von einigen Doubles abgesehen, die als Partyspaß gebucht werden können. Doch wenn dieses mimetische Verhältnis zu Politikern als Vorbildern auch abgestorben sein mag, so ist der Stolz aufs Deutschsein längst wieder mehrheitsfähig, wie spätestens mit der WM 2006 klar wurde. Ein Stolz, der für Deutschlandsein als unpolitische Geisteshaltung begreift und sich nicht weiter daran stört, dass man dann zusammen mit den Nazis jubelt, die bei der Fußball-EM 2012 mit den entsprechenden Trikots bekleidet, verkündeten, dass sie für die Polen gern eine U-Bahn von Lemberg nach Auschwitz bauen würde. Und dann findet selbst der Bart als Zeichen solcher national-maskulinen Identifikation neue Verwendung. Während eben dieser Europameisterschaft forderte die Aktion Dein Bart für Deutschland die fußballbegeisterten Männer im Lande auf, sich ihre Bärte so lang wachsen zu lassen, die deutsche Mannschaft im Turnier mitspielte. Das entsprechende Werbevideo zeigt Männer, deren Leidenschaft für den deutschen Fußball sie alle Klassengrenzen, Lebensentwürfe und Gehaltsunterschiede vergessen macht. Ob sie nun als Hipster im Mustang oder als Vater mit zwei Kindern unterwegs sind. Ob sie der Bank als Fahrradkurier dienen oder als smarter Manager oder, besonders hübsch, ob sie Grenzpolizist oder Reisender sind. Unter den ganzen angepassten, bartlosen Langeweilern erkennen sie sich gegenseitig und ihr Bekenntnis zu Deutschland an ihren in willentlichem Kontrollverlust wuchernden Bärten. Vielleicht erinnern Sie sich noch, wie die Geschichte ausging. Schon nach dem Viertelfinale konnte der sich mit Bart zu Deutschland bekennende Teil der Bevölkerung wieder zum Rasierer greifen. Denn dieses Deutschland war von einem Spieler gedemütigt worden, der ohne seinen Status als Prominenter an der deutschen Grenze mit weniger kumpelhafter Nachsicht rechnen könnte, wenn er eine so markante Differenz zwischen Pass und Erscheinungsbild erklären müsste, wie sie in diesem Video so freundlich weggelächelt wird. Dieses Deutschland also wurde zu Fall gebracht von einem, Zitat, unkontrollierbaren Straßenköter im Strafraum, Zitat Ende, wie die beiden ARD-Moderatoren Reinhold Beckmann und Mehmet Scholl schon in der Halbzeitpause feststellen mussten. Ausgerechnet Mario Balotelli, Sohn ghanaischer Einwanderer und aufgewachsen bei jüdischen Pflegeeltern in Italien, schoss die entscheidenden zwei Tore gegen die deutsche Mannschaft. Und vielleicht hat mit ihm in diesem Spiel nicht nur die deutlich interessantere Frisur gewonnen, sondern auch eine Körperbildtradition, die auf Selbstermächtigung zielt, statt darauf, sich dem imaginären Konstrukt eines Volkskörpers zu unterwerfen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank an Sie und wie immer jetzt Zeit, den Referenten noch weitere haarige Details zu entlocken.
oder auch Material beizutragen. Also eigentlich habe ich jedes Mal, wenn ich über dieses Thema geredet habe, wusste irgendjemand mal noch eine Geschichte, die ich noch nicht kannte, über den Hitlerbart. Also, wie gesagt. Oder wenn nicht. Gut, wenn. Ich kann vielleicht abschließend noch anmerken, wenn Sie, wenn Sie eine Frage haben. Ich habe nicht gleich, aber. Also zum einen schreibe ich gerade ein Buch darüber, das hoffentlich jetzt endlich im nächsten Jahr fertig sein wird. Zum anderen wird es Ende des Jahres im Dezember, ich kann ihn bedauerlicherweise, das habe ich nicht mehr geschafft, heute noch festzumachen, im Dezember diesen Jahres im KV, also Kunstverein. Im Verein für zeitgenössische Kunst Leipzig, genau, so heißt der korrekt, im Dezember, ich glaube in der 8. oder 2. Dezemberwoche, eine Ausstellung dazu geben, wo sie aus dem Archiv von mittlerweile so ungefähr 400 Fotografien von namenlosen Männern mit diesem Hitlerbart eine größere Auswahl dann als Videoprojektion sehen können. Gut. Dann muss das wahrscheinlich erstmal einsinken, mal sehen, ob wir die Bärte auf der Straße, ob Hipster oder andere, jetzt mit anderen Augen sehen. Also es ist wirklich erschreckend, diese Verdopplungsthese des Klonen, was da stattgefunden hat. Mal sehen, was uns, wie uns das noch weiter beschäftigt. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken, wie immer, mit einem Buch. Wir haben heute über Literatur gesprochen, also Wege zur Weltliteratur in diesem Fall. Herzlichen Dank für dieses einzigartige Erlebnis und Sie möchte ich einladen, nächste Woche über einen anderen Aspekt der Identität nachzudenken, nämlich der Hautfarbe hier in diesem Saal. Bis dahin eine schöne Zeit.